Ja, Leute, was soll ich sagen? Bandless Time. Und ehrlich gesagt hätte ich das gar nicht gedacht heute. Denn ja, ich war heute und Chill-Monat habe gedacht, so ja, Videos online gekommen gerade. Also ich habe ein Video hochgeladen heute, schaut es euch an. Und habe ich gedacht, ja, da wird eh nichts passieren. Ich meine, wenn kommt erst nächste Woche, Montag, Dienstag oder so. Ja, Leute, aber Bandless ist raus und man muss jetzt mal eins dazu sagen, bevor wir uns das Ganze überhaupt angucken. Zunächst einmal, ich habe mich nicht spoilern lassen. Es ist gar nicht so leicht, es ploppt alles auf. Bum, 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 bum. Und ich weiß nur eins, die Liste ist kurz. Denn, das können wir gleich auch mal live sehen, man kann quasi gucken, ob sie lang ist, ohne dass man sieht, was verboten wurde oder limitiert oder ähnliches. Von daher weiß ich nicht, was das ist. Also komplett blind. Aber eins muss man sagen, bevor man reingeht, ja, ein bisschen viel gelabert für den Beginn einer Bandlist. Aber man muss sagen, die Meta hat sich ja quasi indirekt selbst korrigiert. Also wir hatten halt natürlich Kashtira, was als bestes Deck. Und dann war es so, dass eben nach und nach andere Decks gekommen sind. Und wir haben jetzt eine etwas breitere gefächerte Meta mit Kashtira drin natürlich. Man kann natürlich sagen, Kashtira ist alt genug, haut das Deck weg, kein Bock mehr. Weil das Deck muss man respektieren und es nervt irgendwie langsam. Aber wir werden sehen, was das eben ist. Und jetzt gucken wir das Ganze mal an. Wir sehen hier nämlich, denn wir können hier so machen. So, wenn ihr jetzt Stopp gemacht habt, konntet ihr sehen, was das ist. Ich nicht. Man kann aber auf jeden Fall scrollen. Und ich meine, gültig vom 25.09. Uiuiuiuiuiui. Ist ja nicht so, dass am 25. der Montag ist. Also Montag kommt sie wirklich in Kraft. Und YCS Dortmund ist 30. und 1. Oder hat eine Woche Vorbereitungszeit. Na gut, wir haben sie heute. Also wir haben doch eine Woche Vorbereitungszeit. Nice. Ja, es sind nicht so viele Veränderungen. Dementsprechend kann man sagen, ist jetzt nicht so schlimm, aber wir werden es sehen. So, Update. September, ja, das sind wir jetzt. Und zwar Latest. Wir wollen aber verbinden. Wir wollen den Flair haben. Warte, fangen wir an mit, ja, komm, doch, wir fangen mit Verboten an. Und jetzt scrollen wir hier runter und jetzt ist nicht mehr die aktuelle Veränderung. So, wir gehen hier mal langsam runter. Also, ja, ist das verboten? Ich hoffe, Reishard muss gehen. Oh Gott, das ist gar nicht so. Warte mal, was ist denn hier mit der Maus? So. Scroll. Yellow Link Monster, weil der kommt. Ah, okay, Exits kommen später. Bitte Exit. Link. Pendel, Synchro, Exit. Reishard! Yeah, let's go! Oh mein Gott! Okay, die Seite lädt nicht. Schön, ja, auch hier Sicherheitshinweis. Schön. Ja, wie gesagt, die Meta ist zwar jetzt ein bisschen breiter gefasst, man kann das auf jeden Fall sagen. Und man kann auch sagen, Kashtira gehört dazu, ist okay. Aber ganz ehrlich, wir haben genug davon. Reishard ist ein Problem an sich, ist ein Makrokosmos. Und das macht die Karte so problematisch natürlich. Wäre das Ganze, also diese ganzen Effekte mit Friedhof verbunden, also immer wenn dann die Karte in den Friedhof gelegt wird, hängen es als Material an, kannst drei Materialien von dieser Karte abhängen, um dann eine Karte zu wählen, verbanne sie verdeckt, dann wäre sie okay. Dann wäre sie vollkommen okay, dann ist sie quasi ein Dry, ein bisschen besser, weil sie halt natürlich verbannt setzt, aber ja, es ist Makrokosmos, jetzt natürlich Makrokosmos. Das heißt, sie war auf irgendeine Art und Weise ein bisschen toxisch, definitiv die Karte, also zu Recht hier gebannt. So, weiter geht's. Wir gehen wieder zurück. Fast zu spät, ey. Das war fast am Limit. So, weiter geht's. Okay, Arise of the Band ist gut. Wie gesagt, es tut mir ein bisschen leid für Kashtira an sich. Ja, aber die Karte ist wirklich nicht gut, sie ist nicht gesund. Und jetzt haben wir die gesundere Meta. An sich ist die Meta gar nicht so ungesund. Wir haben Unchained als mit Top-Tier-Deck natürlich. Und das Deck, was es macht, ist okay. Also definitiv ist das okay. Es ist halt fast zu konstant. Pot, Kandidat natürlich. Da müssen wir natürlich hingehen an dem Stelle. So, Riser Band. War das der einzige Band? An sich, was will ich noch? Band? Auf Band gar nicht. Man könnte sagen, dass Fenrir auf 1 muss, weil Dino Wrestler ist auch auf 1. Dementsprechend müsste eigentlich der auch auf 1, aus meiner Sicht zumindest. Und Pot müsste auf 1. Das sind so die Karten, die ich noch so sage, die halt verboten wären, die auf 1 gehen könnten. Ja, okay. Wir haben Band hier nichts Neues. Okay, dann gehen wir auf 1. Auf 1 gehen wir rein dann. Direkt auf 1. Da haben wir was. Magnamut auf 1. Let's go. Brauchen wir was dazu was sagen? Eigentlich nicht, aber wir gucken uns mal an, für die Leute, die nicht wissen, welche Karte das ist. Es ist dieses Prachtexemplar. Und Dragonlink ist ein Deck, definitiv. Da ist die Karte an sich ultra broken, aber an sich ist die Karte eh broken. Also die Abgeheuerlichen sind wie Kaiju oder Nibiru. Sie haben etwas geschaffen, was Neues. Also was Neues. Sie haben das Spiel
einfach verändert. Muss man sagen, gerade für Licht und Finsternis Decks. Und dementsprechend, ja, die Karten sind halt broken und Magnamut ist of course mit der Beste. Er muss ironischerweise sagen, dass gerade in der Meta Drinswurm eigentlich stärker ist, weil er selber sucht dir nur Drinswurm und Wurm löst dann die Probleme. Aber natürlich ist das stark halt, gerade gegen Licht und Finsternis Decks. Die Karte ist busted, von daher ist das vollkommen okay auf 1, weil einmal geht dann ja immer noch und Drangling kann sie da auch öfter beschwören, dementsprechend ist das vollkommen okay. Drangling bekommt ihr auch einen Hit, okay. Wir haben noch Pearly und Unchained. Tut ihr was gegen diese beiden Decks? Wir werden sehen. Okay. Also Magnamut wieder zu Recht auf 1. Die Karte hätte schon vorher auf 1 sein müssen, aus meiner Sicht. So, jetzt sind wir bei Monstern hier. Wie gesagt, ich erwarte Spell-Hit. Wir sind noch bei Monster. Wir sind bei Spells. Okay, Fenrir bleibt auf 3. Fair enough, Kashtira halt gekillt. Obwohl Fenrir halt echt in vielen Decks gesplashed wird. Das gefällt einem eigentlich nicht so. Und da, Kasp! Nein! Haben sie nicht gemacht. Chaos Base auf... Nein, auf 1? Was? Wir hitten Drangling? Also Magnamut Hit war schon... Okay, kann man machen, ne? Magnamut ist halt broken, aber... Chaos Base auf 1? Also, versteht mich nicht falsch, die Karte ist absolut busted, die Karte ist broken, viel zu flexibel, 4 bis 8, ich meine, ja, geht's noch? Klar, die Karte ist absolut stark, aber sie geht halt eben eigentlich aktiv gerade nur in Dragon Link, funktioniert halt sehr gut, gerade mit den kleinen Chaos Dragon halt. War okay, man hat es akzeptiert inzwischen, aber na klar, die Karte ist broken und ja, wenn man Dragon Link hitten will, ja, hittet man Chaos Raum. Oh, was tun sie an? Okay, Kashtira, komplett gehittet, natürlich mit Exit weg, läuft. Drangling verliert Magnamut und Chaosraum auf 1. Das Deck ist immer noch spielbar, versteht mich nicht falsch, aber es tut schon sehr, 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 sehr weh. Okay, jetzt will ich aber auch Pot haben. Pot. Ich weiß gar nicht, wo das der Titel ist, alphabetisch wahrscheinlich, aber Pot. Das war's. Nein, sie haben Pot auf 2 gesetzt oder was? Oh mein Gott. Okay, beide Limited Hits gegen Drangling. Okay, Semi-Limit. Okay, Glück gehabt. Ich dachte schon, man wird ja schon gespoilert. Okay, ja, warum will ich die ganze Zeit Topf des Wohlstandes gehittet haben? Es hat einen ganz einfachen Grund, weil die Karte einfach jedes Deck unglaublich konstant macht. Das Problem ist aber nicht Konstanz, weil Konstanz ist gut, Konstanz ist super, weil dann braucht man kein Power-Level vom Deck her. Man braucht kein Deck mit 20 Omni-Negates, sondern hat einfach ein konstantes Deck, was das, was es tut, sehr gut tut und fertig. Dann braucht man halt eben nicht dieses krasse, mega Break My Board, sondern man kann halt spielen, man hat Interaktion und so. Super, super gut an sich, der Gedanke. Problem an der Sache ist, Topf des Wohlstandes ist quasi, such dir eine Karte aus, die du gerne hättest. Und das ist das Problem. Nicht, dass die Konstanz hoch ist, sondern wenn du schon alles hast, dann kannst du sagen, okay, ich nehme die Side-Deck-Karte, die halt von 6 Karten safe da, weil schon eine drin ist. Easy, Side-Deck-Karte for free. Oder Breaker-Karte for free. Oder Combo-Piece for free. Ihr merkt, ist ein bisschen krass. Also eigentlich ist die Karte krass und ich sag's nicht so, weil, ja, das ein Problem ist, sondern jedes Deck spielt das gerade. Jedes Meta-Deck spielt das gerade. Und das ist halt einfach ein Problem. Also ist halt, ja, ist halt wie Upstart damals. So als Upstart dann auf 3 war und jeder 3 Upstarts gespielt hat, einfach weil 37 Karten. Ja, dementsprechend kam von mir das Pot halt runter. Okay, Topf bleibt auf 3. Aber Topf der Beginn. Einfach auf 2 lassen. Man kennt ihn. Ja, nice. Okay. Okay, so weiter geht's. Und dann wir haben Herold des Orangen Lichts und Großer Lama Gazelle. Hui! Gazelle geht direkt von 1 auf 3. Okay, jetzt können wir auch hier auf 3 gehen. Da. So. Okay, Gazelle geht von 1 auf 3. Finde ich gut. Salomon Great, gib all Stuff. Vielleicht wird es ein Tier 2 Deck und kann sie den einen oder anderen top. Finde ich super. Also finde ich wirklich tipptopp. Gazelle auf 3, let's go. Gefällt mir sehr, sehr gut. Herold des orangenen Lichts auf 3. Ja, und das ist eine Karte, die... Okay, sagen wir mal so. Ich bin zufrieden, dass Herold auf 3 geht, ist vollkommen fein. Die Karte macht gerade nichts. Das Problem mit der Karte an sich ist jedoch, dass die Karte immer wieder ein Problem werden wird. Die Karte war zwischenzeitlich mal
ne, gut und wieder schlecht und gut und wieder schlecht. Und die Karte wird auch wieder gut werden. Nicht ohne Grund ist Gamma jetzt sogar gegangen und Herold ist quasi Gamma. Natürlich nur den richtigen Deck, außer Frage. Und genau deswegen sage ich gerade, die Karte ist gerade vollkommen okay auf 3. Problem ist, es wird wieder ein Deck geben, was Herold abusen kann und dann ist die Karte busted. Und dann muss die Karte wieder runter. Und dann haben wir wieder die Karte als Problemkarte existent und sie muss wieder auf 1 gehen oder auf 0. Ja, weiß ich nicht. Man kann halt argumentieren, man möchte die Banlist immer leer haben. Dementsprechend kann man das machen. Aber wie gesagt, die Karte wird irgendwann wieder ein Problem werden. Und ist verrückt. Pearly hat seinen Hit natürlich bekommen. Verstehe ich vollkommen, dass man sagt, Pearly hitten wir jetzt hier nicht nochmal. Kann man natürlich machen dementsprechend. Und ja, Unchained. Da habe ich. Da spiele ich mit der Kamera rum. Das ist aber jetzt so ungünstig hier. Ja, und man kann natürlich sagen, Unchained ist natürlich das beste Deck mit, aber ist neu, will man nicht hitten. Was man hätte machen können, ist natürlich Tourguide auf 1 oder so. Ja, die gute Tourguide wieder. Tourguide wandert auch von der Bandliste immer hoch und runter. Aber ja, okay, Unchained doll bleiben. Also ja, Unchained Pearly Meter, bereitet euch vor. Well. Kann man definitiv mehr. Chimera gibt's noch, aber Chimera hat nicht so ein gutes Matchup gegen Unchained, dementsprechend natürlich ein Problem für Chimera. Wir können natürlich auch eine andere Branded-Variante spielen, geht natürlich auch noch, darf man nicht vergessen. Und was man natürlich theoretisch, jetzt habe ich den Faden verloren, was man theoretisch, genau, Flunderies kann man spielen, weil das natürlich ein gutes Matchup gegen, natürlich gegen Unchained hat. Dementsprechend wollen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber erstmal im Großen und Ganzen, haben wir eine Banlist gebraucht an sich? Nein, weil die Meta sich an sich selbst ein bisschen gesolft hat. Haben wir jetzt eine bekommen? Ja, das ist schon gut. Und macht sie das, was störte? Ja, Kashtira Reishard war ein Problem. Weg. Magnamut war, ist auch krank, ja. Den Chaosraum hätte man jetzt nicht machen müssen. Also muss man wirklich sagen. Man hätte Drangling auch live lassen können, obwohl... Ich sag's vielleicht, weil ich Drangling an sich mag. Habe ich auch selber schon mal gespielt auf dem Turnier. Man muss natürlich sagen, Drangling existiert seit Jahrhunderten Jahren und viele hassen dieses Deck. Und ja, von daher, es wird auch mal Zeit, vielleicht das Deck anzuhitten. Und man kann das Deck ja immer noch spielen. Also es verliert nur an Konstanz als solches. Aber das Deck an sich ist ja immer noch spielbar, macht immer noch das, was es machen kann. Wie gesagt, nur halt mit den kleinen Chaos-Sucher ein bisschen weniger. Ne? Von daher, muss man mal sehen. Also Drangling kann man ja trotzdem noch spielen, wie gesagt. Ja, also wie gesagt, wir haben es, Meta ist jetzt quasi alles ohne Kashtira, gefällt mir sehr gut und ja, wir werden gucken, wie die Zukunft ist. Also gerade ist die Meta sehr angenehm, wir haben keine unendlich krassen Boards, ich rede hier nicht ganz viel, es fehlt King Calamities, König des Elends ist nicht drauf, aber war zu erwarten, war im Structure Deck drin, Leute, als ob die dann gebannt wird. Ja, okay, das ist doch eine dumme Karte, die hätte noch drauf sein können. Ey, dann wäre ich wunschlos glücklich, ne? Weil Manadium kann natürlich die Karte machen. Komm bitte. Nächste Banlist, bitte den auch noch drauf. Und dann bin ich wirklich happy. So langsam entwickelt sich Yu-Gi-Oh! In eine gute Richtung. Alle beschweren sich immer. Es entwickelt sich in eine Richtung. Es kommen immer weniger Omni-Negates raus. Wenn Omni-Negates rauskommen, dann themeneigene. Die Restrictions haben ins themeneigene. Finde ich super gut. Und es wird immer, also wie gesagt, es gibt immer weniger Break My Board. Es ist immer ein bisschen so ein Combo-Control. Also es ist Combo, klar. Ja, definitiv sind da Kombos drin. Viele Spezialbeschwörungen. Aber auch Control dabei. Ich meine, Unchained ist das beste Beispiel. Natürlich machen die nicht nur eine Beschwörung pro Zug. Die machen ein paar mehr pro Zug, ne? Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch eine Control-Variante am Ende. Man baut ein Board auf und kontrolliert dann den Gegner damit. Und der Gegner muss gucken, wie man damit spielt. Aber es ist hier nicht mit Omni-Negate. Also, finde ich gut. Sehr gut. Ich bin zufrieden. Wie gesagt, eine Banlist hätte nicht sein müssen, aber ist gekommen. Ich bin zufrieden, ich bin happy. Reishard geht. Jetzt fehlen noch ein paar Karten, wie gesagt. Ne? King Calamities, Shifter kann man auch sagen, muss gebannt werden. Aber ja, es ist, wie es ist. Ne? Wir müssen damit leben, was wir kriegen. Und das, denke ich mal, ist ein guter Ansatz. Freue mich auf YCS Dortmund definitiv. Wird nice, wird interessant. Es werden interessante Decks geben wahrscheinlich. Auch ein paar neue Decks, die man jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte. Saturn Great, ich hoffe... YCS Dortmund, Gazelle Top, haha, ein Salomon Grey Top, wäre sehr, sehr, sehr gut. Ja, und das war das dann eben der Live-Reaction. Ich bin wirklich zufrieden mit der Liste, also wirklich zufrieden. Wie gesagt, ne, King Calamity, hätte ich verboten können. Ansonsten bin ich wirklich zufrieden. Aber jetzt, Leute, was haltet ihr von dem ganzen Kram? Schreibt es mal unten in die Kommentare und checkt mein anderes Video ab. Ist auch heute online gegangen, unglückliches Timing, aber was soll man machen? Banlist ist Pflicht, wie ein weiser Mann mal sagte. Wenn du YouTuber bist, dann gibt es einen Zeitpunkt, wo du ein Video droppen musst. Und zwar, das ist bei der Banlist. Das ist heute, also hier das Live-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch dann wie immer einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren. Jetzt sogar wirklich mit neuer Liste.